Nachdem wir letzte Videos ja wir haben Autos getestet haben, die Dachboxen vorgestellt haben, wollen wir heute mal auf ein technisches Thema eingehen. Und zwar die Aerodynamik der Dachbox, wo wir wirklich ein Benchmark sind, also irgendwo ja, vielleicht Weltmarktführer in Aerodynamik von Dachboxen, wir werden es hier noch herausfinden. Aber dementsprechend möchte ich heute einmal auf das Thema eingehen, welche Gedanken wir uns bei der Aerodynamik gemacht haben. Ja, Thiago, dann folgt mal einmal mit der Kamera so ein bisschen, weil da gehen wir auf das wichtigste Thema ein. Der Windstrom am Auto letztendlich. Also wenn man hier einen Wind, der geht hier hoch und soll bestenfalls hier drüber hinweggehen und hier wieder runtergehen. Ganz normal beim Auto. Das ist einfach die perfekte Aerodynamik vom Auto. Da machen sie Automobildesigner recht viel Arbeit und simulieren und testen sehr viel. Und genau das wollen wir halt nicht beeinflussen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht die Aerodynamik des Autos beeinflussen. Dementsprechend einfach vorweggenommen, die Dachbox hat ihre eigene Aerodynamik und beeinflusst die Aerodynamik des Autos gar nicht. Beziehungsweise nur sehr gering. Ja, was ich selber damals bei der Dachbox-Recherche einfach als Wettbewerb angeguckt habe, die Marktbegleiter angeschaut habe oder auch die Kundenanfragen gefiltert habe, war immer irgendwo der Wille, dass die Dachbox möglichst nah am Auto ist. Ist aber tatsächlich ein Fehler, weil dadurch die Luft nicht mehr von vorne nach hinten durchzirkulieren kann, durchkommt. Der Luftstrom kommt halt hinten nicht mehr an. Das heißt, gerade Autos mit Heckspoiler, mittlerweile hat fast jedes Coupé einen Heckspoiler, hat mit einer Dachbox dann Probleme, wenn die Dachbox zu nah am Auto ist. Können wir nachher im Büro auch noch einmal zeigen, wenn es einmal simuliert, wie die Dachbox nah am Auto wäre, dass man einfach großen Windstau einfach hat. Ja, dann grundsätzlich wir einmal zur Dachbox selber. Hat ja vorhin schon einmal gesagt, dass die Dachbox für sich selber aerodynamisch in Wind steht. Das heißt, wir haben jetzt hier ja, von der Tropfenform abgeglichen, so ein bisschen, oder von der Tropfenform abgeschaut, haben wir unser Dachboxdesign geprägt. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Körper, der hinten wieder zuläuft. Eigentlich die perfekte Form, um perfekte Aerodynamik hervorzuheben. Vielleicht nochmal wichtig zu den Werten, die wir ausgerechnet haben. Wir haben bei 230 km/h 18 kg Abtrieb. Was natürlich recht interessant ist, andere Dachboxen haben bei 230 km/h 10 kg Auftrieb. Das heißt, irgendwann fängt das Auto an leicht zu werden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Aber die 18 kg Abtrieb sind natürlich auch nicht problematisch, dass das Auto runtergedrückt wird, sondern zeigt einfach, dass die Box an sich sehr neutral im Wind steht. Was natürlich sehr wichtig ist einfach. Dann haben wir einen CW-Wert von 0,11 circa. Das ist letztendlich einfach der Tropfenform geschuldet. Das ist sehr, sehr gering. Und können damit, ja, gerade bei Elektroautos natürlich, die büßen keine Reichweite dadurch ein, aber auch normale Autos natürlich. Wir haben jetzt kaum Mehrverbrauch bei unserem Auto zu merken. Einfach nochmal ein wichtiges Thema. Also man kann schnell fahren, man verliert nicht viel Reichweite und auch nochmal vielleicht ganz wichtig, wir haben echt extrem geringe Windgeräusche. Das heißt, wenn man andere Dachboxen anschaut von den Marktbegleitern, die haben meistens so eine Badewannenform, also so eine Kante, die nach außen geht. Da werden schon mal direkt Windgeräusche erzeugt. Das haben wir komplett eliminiert, indem unsere Kante nach innen gelegt ist. Natürlich in der Fertigung extrem viel aufwendiger, aber das war uns tatsächlich dahin wert, dass wir da die Aerodynamik perfekt machen, auch die Windgeräusche gering halten. Ja, genau, soweit erstmal mit so den Außenaufnahmen. Ich springe jetzt noch mal kurz ins Büro. Da kann ich euch am PC noch mal ein paar Aerodynamik-Simulationen zeigen, was einfach ein bisschen visualisiert, was ich vorhin erzählt habe. Oder gleich noch mal ein bisschen erzählen werde, einfach wie die Luft übers Auto geht und wie die Aerodynamik allgemein ist. Hallo. Das ist die Warndeckanlage. Hallo. Und ich suche so und suche so. Heute voll besetzt hier. Wie? Was? Ihr seid live on air. Hallo. Ja, weil ich den Leuten nochmal kurz die Aerodynamik am PC zeigen wollte. Oh. Ja, aber setz dich. Wir haben das Ganze natürlich mit unserer Dachbox auch am Anfang einmal simuliert, wie wäre es, wenn wir möglichst nah am Auto dran sind, beziehungsweise wenn man hier zwei Tunnel hat, und haben dadurch auch letztendlich gemerkt, was andere Dachboxen auch hier als Schwäche haben, und haben es dann auch bei uns behoben. Denn wir haben hier unten den Tunnel weggenommen, oder einen großen Tunnel jetzt, und dadurch sieht man, dass der Luftstrom über das Auto drüber geht und auch wirklich hinten ankommt. Dann interessant ist auch, dass ich hier eine vernünftige, vernünftiger Luftabriss, so kann man es bezeichnen, entsteht, was man hier letztendlich auch nicht hat. Das heißt, hier ist ein riesen Loch und es zieht die Box immer nach hinten weg. Hat man jetzt bei unserer Version, wie wir es aktuell haben und wie es auf den Markt auch kommen wird im Herbst, haben wir bessere Luftströme hinten.
Genau, jetzt sieht man ganz gut, dass die kleinen Kügelchen hier schön über das Auto drüber gehen und hinten wieder runterkommen. Und wenn das Auto einen Heckspoiler hat, würde auch hier Abtrieb erzeugt werden. Hier teilt sich der Luftstrom sehr schön, geht über die Box oder unter der Box her. Das heißt, die Box an sich liegt einfach perfekt als eigenständiger Körper im Wind. Ja, das war schon einmal eine kurze Zusammenfassung zu unserer Aerodynamik, die ja irgendwo Benchmark ist auf dem Markt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ganz wichtig ist auch immer, warum machen wir diesen ganzen Aufwand? Wir wollen schnell fahren, wir wollen geringe Windgeräusche haben, wir wollen, dass das Auto weiterhin Spaß macht wie vorher. Und ja, dementsprechend ist das ein bisschen unsere Vision. Fängt bei der Dachbox an, aber wird auch auf andere Produkte und Bauteile irgendwann übertragen werden. Ciao!